Wir haben hier eine normale Autobatterie, 74 Amperestunden, mit Calcium-Technologie. So steht es hier jedenfalls drauf. Und das ist mein Dauerpatient. Ist auf Alaun umgerüstet worden, hat ganz viele Kuren hinter sich und ihr seht, 6,5 Volt hat sie noch. Ja, und der Stefan Hartmann hat in dem einen Video mal gezeigt, wie man die einzelnen Zellen auch so durchmessen kann, indem er einfach mit den Messspitzen in die Zelle reingeht. Ne, da sehen wir, dass die erste nichts hat. Ne, bin richtig drauf, ja. Gut, erste Zelle ist tot. Zweite Zelle ist noch bei 2 Volt. Die ist also noch ganz, die ist sehr gut geladen für eine Alaun-Zelle. Hoho. Die ist bei 1,5. Ja, 0,8 Volt, okay. Und was ist das? Volt in der Spitze. Sowas habe ich noch nie erlebt. Hier, da und da sind sie drin. Bei 3,5 Volt nonstop. Zwischen einer Zelle, wie geht es? Die letzte hat 1,0. 0,9. Aber hier, wie kommt sowas zustande? Hat irgendeiner von euch eine Idee? Na gut, falls jetzt irgendeiner daherkommt und sagt, ja, Kontaktspannung und so weiter und so fort. Mal sehen, ob das auch funktioniert unter Last. Die Leuchtstoffröhre da hinten, die habe ich gestern komplett leer gezogen, dass sie nur mal geleuchtet hat. Die drei Batterien alle in Reihe. Hier sind noch zwei kleine Motorradbatterien, auch alle auf Alaun umgerüstet. Och, welch Wunder, heute leuchtet sie wieder. Ne? Haha. Und mal gucken, wie sich hier jetzt mit der Zelle verhält. Unter Last. Ja, ihr seht's, ne? Das ist jetzt unter Last. Da hinten die Lampe leuchtet. Die ganzen Batterien sind in Reihe geschalten. Also, ich lege mich jetzt erstmal hin.